Ja, geil, mein Stream Deck funktioniert nicht. Das ist irgendwie abgeschaltet, warum auch immer. Ja, sehr schön. Gut, dann muss ich da ein bisschen improvisieren und dann von da den Stream bedienen. Ja, gut, ist dann halt so. Hallo und herzlich willkommen zurück zu South Park! So, ich muss ihn mal umschalten. Eben möchte ich den ganzen Bildschirm immer rüber übertragen und das war falsch. Da muss ich mal das Spiel umschalten, das war ein bisschen ärgerlich, aber ist halt so. So, ich habe mir überlegt, neben South Park, dass wir im Anschluss vielleicht noch ein bisschen Darwin Project spielen. Also die Fehler von ich haben das eben ein bisschen gesuchtet und eigentlich wäre das mal eine gute Idee, glaube ich. War gerade 11K, alles gut, alles gut, alles gut. Vielleicht hat die Fehler nachher Lust, noch eine Runde mitzuspielen. Ja. Also in diesem Sinne war ein bisschen privat. So, vielleicht könnten, wenn wir genug Leute wären, könnten wir vielleicht eine Lobby aufmachen. Ist alles noch nicht versprochen. So, was ich aber nochmal machen würde, ganz kurz. Ist das so schwer? Ist Darwin Project nicht das gleiche wie Fortnite? Nein. Es ist nochmal ein bisschen anders. Also auf jeden Fall sehr anders. Unterscheidet sich schon stark. Wenn mein PC nicht ausgeht, ja, alles gut. Bis jetzt ist ja alles gut gegangen. Also, gut. So, ich würde sagen, spielen, laden und Aufstand der Viertklässler war unsere Mission. Ja, geil. Ach, warte, wir sind die vierte Klasse. Dann ist alles gut, wenn wir einen Aufstand machen. Ah! So, ein Gegner mit. Ja. Schon mega gespannt. Ich liebe es auch. Ach, ich wollte das Spiel noch ein bisschen lauter machen, weil ein bisschen leiser. Ich empfand es als ein bisschen zu leise, als ich hier mal eine Kontrolle gemacht habe. Deswegen mache ich mal auf minus 13. 3 Dezibel. Ich kann es ja nebenbei mal ein bisschen testen, ne? Ups, warte mal. Ich will mal ganz kurz mal meinen Stream einmal kurz hier schauen auf dem Handy. Ich habe gehört, du magst Livestreams. So richtig doll. Schau in deine Spielzeugkiste. Habt ihr ein Super Streamer Kit reingepackt? Super Streamer Kit? Oh, wie cool. Ich habe gerade eine Message gekriegt. Ist ja geil. Ich guck mal auf Coonstagram. Also. Da werden wir schon was finden. Und die viele Wurste. Dankeschön. Warum bin ich eigentlich im Autohaus drin? Hä? Alles gut. So. Ich habe gehört, du magst Livestreams. So richtig doll. Schau in deine Spielzeugkiste. Habt ihr das Super Streamer Star das Set besorgt? Oh, wie nett. Craig mit seinem Meerschweinchen. Oh, wie süß. Ich finde das voll cool mit dem Meerschweinchen. Auch wenn wir es fast getötet hätten. Aber das ist was anderes. So. Dass sich Peter noch nicht beschwert hat, das ist auch ein Wunder. Ja, da ist der Livestream. Gut, ich will noch mal ganz kurz schauen. Also, So, dass ich ja, Peter ich noch rede nicht jetzt hier gerade beschwert habe, selbst. ist auch ein Wunder. Zack, zack. Ja, da ist der Gut. Livestream. Gut, Warte ich will noch mal. mal ganz kurz schauen. Also, So, dass ich ja, Peter ich noch rede nicht jetzt hier beschwert gerade habe, selbst. ist auch ein Wunder. Zack, zack. Ja, da ist der Gut. Livestream. Gut, ich glaube, das passt schon irgendwie. So, macht mit mir ein Foto auf Coonstagram. Niemals! Mache ich Foto, poste ich Instagram, weißt du? Voll cooles Programm hier. So, ich hoffe, das Spiel ist jetzt so ganz okay mit der Lautstärke. Fantastische Neuigkeiten, das neue Schnellreisesystem läuft. Ja. Bist du doch, aber der funktioniert nicht immer. Was, was, was? Ich hab noch mein Hodenkinn. Das war cool. So, wir waren das blaue Haus, ne? Das ist er, das rote. Ich bin schon farbenblind. Das ist blau eigentlich, ne? Nicht rot. So. Achso, der Autohost funktioniert immer. Ja, aber ich hab mal geguckt, wer mich Autohostet. Das ist eigentlich nur ein Yoshi. Na, war ein Spaß. Muss ja nicht machen. Kurz überlegen, wo war denn meine Spielzeug? Ach, hier war mein Zimmer, ne? Genau. Gucken wir mal. Es müsste hier in der Spielzeugkiste jetzt sein, ne? Power Pomp und Zwielicht locken, okay. Super Streamer Anzug. Cool, Super Streamer Handschuhe. Super Streamer Mütze. Yay. Ich ziehe mich jetzt an wie ein Streamer, weißt du? Also so sehen Streamer aus, wie ich mich jetzt umziehe. Also die tragen auf jeden Fall eine lila Mütze, ne? Dann tragen sie ein lila Hemd. Und sie tragen Hände, ja. Ich muss mich noch in den Club mal anmelden, das habe ich immer noch nicht gemacht. Was war hier noch? Accessoires haben wir noch hier. Falkenauge-Maske. Haar. Ach, Haar können wir ändern, das ist gut.
Ich glaube, das war's denn schon. Gut, jetzt sehe ich aus wie ein Streamer, ne? So sehen Streamer aus in Wirklichkeit. Hä? Ich gucke nach der Runde mal. Alles gut. Ja, die Philipp, die spielt hier sehr schön Project, Diamond Project. Ich habe sie damit süchtig gemacht. Ich sollte mich schämen eigentlich dafür. Aber es hat macht übelst Spaß. Und ich möchte unbedingt das nachdem wir South Park gespielt haben, nochmal spielen. Und ja. Hey everyone, Druxo streaming now. Oh cool, das wird mir sogar benachrichtigt hier. Gut, der Bot funktioniert wieder. Ich habe mal geguckt, warum das Spiel nicht mehr läuft. Also warum der Bot nicht mal gepostet hat, dass jemand streamt, das habe ich jetzt gelöst mittlerweile. Das habe ich festgestellt, da haben sie ein Update gemacht, weil das alles ganz anders aufgebaut ist, die Seite. Komm, Mizi. Wie? Darf einfach einen Stein. Nein, ich darf einen Stein schmeißen. Kommt her, Mizis. Hier, Mizi. Wirf doch stattdessen einen Böller. Hey, die sind teuer. Gib mir den Stein. Du Pussy, zünd das Scheißding an. Nein, ich werf den Stein. Werft irgendwas, ihr Ärsche. Lass uns einen Böller an den Stein binden. Ich sagte, ich werfe den Stein. Was, eine Katze? Wirf stattdessen einen Böller. Hey, die sind teuer. Gib mir den Stein. Du Pussy, zünd das Scheißding an. Hä? Nein, ich werf den Stein. Werft irgendwas, ihr Ärsche. Lass uns einen Böller an den Stein binden. Ich kann ihn jetzt angreifen, cool. Besiege die Sechsklässler. Ja, ganz gut. Wir sind zu dritt im Kampf. Ich sehe voll bescheuert aus mit dem Hodenkinn. Oh Mann. Kampf starten. So, ich glaube, das wird schlimm. Keine Gnade, Leute. Hübsche Outfits, Trottel. Zeig uns, was du drauf hast. Kampfschwierigkeitsgrad. Helden haben einen Vorteil. Helden und Gegner sind gleich stark. Gegner haben einen Vorteil. Gegner haben einen massiven Vorteil. Ich nehme mal das normale. Pausenmenü kannst du den Schwierigkeitsgrad der Kämpfe jederzeit anpassen. Okay. Gut, jetzt gucken wir mal, wie wollen wir denn hier jetzt vorgehen? Ich würde sagen, wir machen das so. Okay, jetzt habe ich den Status brennend gegeben. Wen soll ich quälen? Was hat er da gespissen? Ich habe sie angewidert, deswegen kotzen die. Das ist gut. Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut? Lass dich da von deinem Freund passieren. Ja, ich merke schon, das ist schon kritischer jetzt. Was gut ist, die brennen. Vierklässler-Versohlen, geile Sache! Entschuldigung, ich muss in den Ballon pissen. Ich bin drin. Okay. Entschuldigung, ich muss in den Ballon pissen. Ja, schöne Information. Oh Gott, der schmeißt Pisse gleich. Ich sehe diesen roten Bereich und wir können... Unser Hauptcharakter kann nicht... Oh Gott. Wir müssen heilen. Sie verbündet in der Nähe und heile sie. Das... Wir können sie ziehen, das ist gut, aber das geht leider nicht. Oder wie auch immer, tu was. Heilung. Okay, das ist gut. Wir haben den geheilt. Craigs Blockkräfte erlauben es, ihm Schaden umzulenken. Oh, das ist geil. Das könnte man wirklich mal benutzen. Details ansehen, auf jeden Fall. Blockkräfte wehren bis zum Ende des nächsten Zuges Schaden ab. Das ist gut. Ein Charakter, der blockt, nimmt immer Schaden, wenn er zurückgestoßen wird. Oder der Angriff so viel Schaden anrichtet, dass er den Block durchbricht. Probiere Craigs Blockkräfte aus, indem du Y drückst. Hey, fick dich, ich bin Super Craig. Stimmt, Craig? Ich sagte, fick dich. Okay, Schaden umlenken. Wie geht denn das? Mach dich wütend. Eine Ladung, die Verlangsamung und Rückstoß verursacht. Wie ist denn jetzt die Attacke, dass wir das umlenken können? Oder ging das so? Erledigen wir das, oder was? Ich probier's einfach mal aus. Ihr macht zwar keinen Schaden, gibt dir aber ein Schild und macht mein Ziel wütend. Die riecht ins Ego. Hau rein, Neuer. Okay, jetzt können wir abhauen, das ist auch ganz gut. Wie lange pisst er eigentlich in den Ballon? Er hat gesagt, das ist ein Ballon, nichts anderes. Ich
Ich krieg's mit den Angriffen immer noch nicht so hin. Oh, ich bin auch angewidert? Oh nein. Nehmt eure Medizin, Zwerge! Nimm das, Zwerge! Ach, deswegen bin ich angewidert, weil er mich angerülpst hat. Das hab ich kaum gesehen. Okay, einer ist erledigt. Ich hab zurzeit einen Haufen Stress. Den werde ich an dir abbauen. Ich sag mal auch für dich, Alter. Für Viertklässler seid ihr echt sehr brocken. Fängst du jetzt an zu heulen, Zwerg? Okay. Ich bin jetzt dran. Ja. Idiot! Ich kann nicht mehr lange. Warte mal. Heilen wir mal. Ach verdammt! Das war ein Schild oder was? Du kannst ausgestellte Teammitglieder mit Hilfe von Gegenständen wiederbeleben. Okay, das ist gut. Okay. Ich glaube, das brauchen wir nicht mehr. Der Typ ist doch eh gleich da. Ne, der hat noch volle Leben. Okay, das ist nicht so toll. Nicht so toll. Was haben wir hier? Was zum Heilen? Ich schau mal ganz kurz. Wiederbelebungsserum, das ist sehr schön. Ihr zieht mich mit rein und ich muss euch dann den Arsch retten. Gut, er lebt wieder, das ist sehr schön. Aber ob wir es weiterhin schaffen. Ich heile jetzt erstmal. Meine neue Fähigkeit, meine Superfähigkeit kann ich noch nicht benutzen, aber es ist gleich soweit. Dann geht's ab, dann läuft die Kacke. So eine Scheiße. Ja, Ultimativattacke ist bereit. Cool. Ich komm mir schwachteln. Ist der Angriff? Nee. Bin ich schon am Zug? Okay. Stripe spielt verrückt. Was? Genau so, mit Köpfchen. Ach so, jetzt habe ich den Angriff sogar. Was würde aus diesen Trotteln Schutt und Asche machen? Ach ja, Zorn des Kite. So meint er das also. Ich konnte eben seine Attacke ändern. Das ist gut. Guten Abend, Nikibo. Einen wunderschönen guten Abend. Warte, oh Gott, ich musste mal niesen. Ich gebe mal Craig hier Schutz, das ist nicht verkehrt. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Vielen Dank. Mach sie fertig, Saftsack. Ja, ich mach sie fertig. Die Superattacke. Wie ging's nochmal? Jetzt machen wir ihn fertig. Yeah! So läuft das. Du hast gewonnen. Schön. Ich hoffe, die Lautstärke ist jetzt so okay, wie sie ist eigentlich. Ich hoffe, die Lautstärke. Das war ziemlich cool. Geile Teamarbeit. Muss okay sein. Okay, geile Aktion. Warte nur, bis sich rumspricht, dass wir 4 Sechsklässler verprügelt haben. Das fördert das Franchise. Obwohl dich jetzt natürlich alle 6-Klässler im Visier haben. Das war ein Fehler, ziemlich dumm. Okay, jetzt besorg uns noch mehr Follower. Noch mehr Follower! Noch mehr Follower! Gut, ich glaube, ein bisschen lauter kann ich noch das Spiel machen, ne? Ich mach mal so. Gut! Wir haben es geschafft, auf jeden Fall. Wir haben die 6-Klässler besiegt. Ja, gut. Chill mal, Alter! Chill mal, Alter! Ja, klar. Chaos? Sorry, Superheld, die Bank ist wegen Vulkanausbruch geschlossen. Oh nein, wegen Vulkanausbruch geschlossen. Oh, was ist das hier? Du hast bei Kryptonit nichts angegeben. Bist du unbesiegt?
unbesiegbar? Das geht nicht. Laut den Regeln brauchst du eine Schwäche. Such Mosquito, der hilft dir. Ich übertrage den Rest auf deine Karte. Es ist Zeit für ein paar Heldenmissionen, um deinen Charakterbogen auszufüllen. Nach Stufe 20? 15? Okay. Welche Machtstufe sind wir denn? Nutze die Rasse, die Gasse, um zu Reisen zu kommen, okay. Gefahrenwarnung. Die Straße wird von dummer Lava blockiert, aber die Gasse in der Hauptstadt war frei. Was ist das jetzt hier? Schnellreise freigeschaltet, okay. Oh, hey, dies ist deine erste Schnellreisestation. Such weitere, die werden dir das Leben erleichtern. Okay. Was passiert denn hier bei Coonstagram? Das müssen wir uns unbedingt mal anschauen. Mercedes hat mir von dem Essen eine zusätzliche Serviette gegeben. Sie ist so toll. Gute Idee, das Zeug ist super klebrig. Achso, das ist eine Frau oder was? Mercedes? Wer nennt seine Frau Mercedes? Warte mal. Porsche gibt immer mehr scharfe Soße. Sie ist die beste. Was? Hänge nun mit meiner besten Freundin Lexus ab. Was? Gefahrenwarnung. Die Straße zum Reisens wird von dummer Lava blockiert, aber die Gasse an der Hauptstraße ist frei. Oh, du gehst ins Reisens? Neuer? Grüß Lexus von mir. Ich schätze, sie vermisst mich wirklich sehr. Ach, Lexus. Oh. Ja, das ist wie auch aus einer South Park-Folge. Lexus. Entschuldigung, es sieht so aus, als hätte ich dich nicht richtig gehört. Bitte versuche es erneut. Ja. Das habe ich jetzt echt nötig gehabt. Oh, warte mal. Wie lange rede ich denn hier schon? Hä? Also, ich war gerade verwirrt, weil das Mikrofon war schnell Mikro gemutet und so, aber das ist was anderes gewesen. Das ist die Seitengasse, also. Wahrscheinlich die hier, ne? Okay. Und das ist das Lexus da, oder wie? Ne, Quatsch, Lexus. Schnellreisestation. Bei Cartmans Haus. Was haben wir denn hier Feines? Schnellreiseanhänger. Ist deine Mama hier? Geh und warte draußen an der Straße auf sie. Sorry, ich mag keine Kinder. Ach, das ist die Abtreibungsstation, ne? Ja, Unglaublich, dass eins von euch Monstern in mir drin ist. Aber nicht mehr lange. Nicht mehr lange. Sieh dir an, was wir haben, bevor sie uns die Bude dicht machen. Was haben wir denn? Kondom, der alte Gladiator. Ah ja. Arschpilz-Erkennungskit, Schnellschwangertest, Starterpaket, meine erste Menstruation, okay. Tablette gegen Erektionsstörung. Was man nicht alles kaufen kann als Kind, ne? Ist abgeschlossen. Hier ist noch eine Kiste. Klebeband. Ein Pümpel. Willst du das Baby treten fühlen? Solange es noch geht? Du greifst schwangere Frauen an? Unglaublich, dass eins von euch Monstern in mir drin ist. Aber sorry, ich mag keine Kinder. Also, wenn dein Outfit mich aufmuntern soll, das ist dir gelungen. Sorry, ich mag keine Kinder. Du Monster! Ist deine Mama hier? Geh und warte draußen an der Straße auf sie. Du zerstörst hier gerade einen zarten Moment. Ist deine Mama hier? Geh und warte draußen. Alles Torespillen. Das geht aber keinen Sinn, Tankster. Ja klar, ich brauche unbedingt Schwangerschaftspillen. Für diese Abtreibungsklinik, ey. Unplanned Parenthood. Ungeplante Elternschaft, alles klar. Was haben wir denn noch hier? Nein! So, wie kommen wir jetzt dahin? Ach, hier ist das Reisens. Der Weg ist unpassierbar, ne? Wir müssen da irgendwie rüber. Und hier ist doch ein Weg irgendwie, aber wie kommen wir dahin? Ist denn hinter der Post irgendwie? Was haben wir hier eigentlich?
kommt mir so vertraut vor, die Figur. Wie bist du zum Superhelden geworden? Hat der Mob deinen Onkel umgebracht und du findest keine Ruhe, bis er gerecht ist? Tut mir leid. Komm wieder, wenn du mehr Klassen auf deinem Superheldenbuckel hast. Krasses Spektakel gestern Abend. Krasses Spektakel. Der erinnert mich total an diesen Superhelden. Oh, wie hieß er denn nochmal? Das ist doch sicher. Captain Einsicht. Captain Einsicht. Er ist doch selbst ein Superheld. Oh, die brauchen wir. Twilight Boy zu. Das vor der Zeichnung, ne? Ich glaube, diese würde auch Philipp sammeln, diese Zeichnung. Abhörset. Oh, hier ist noch ein Spender. Bringt aber nichts. Gut, ich glaube, wir können ja noch nicht so viel machen. Hier ist auch nicht wirklich mehr. Ich denke mal, das wird noch kommen. Hihi. Hi, hi. Hi, hi, Marie. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen. Schön, dass du vorbeischaust. Ich sag's nochmal an die dazugekommen sind. Ich denke mal, dass wir zum Abschluss des Streams nochmal eine Runde Darwin Project spielen. Also wer Lust hat, kann gerne mitmachen. Mal schauen, vielleicht sind wir ja genug Leute. Werden wir herausfinden. Schneckenpost? Ja, ich erinnere. Ja, ich erinnere. Richtige Briefe. Und erinnerst du auch noch Schreibschrift? Klar, ich erinnere. Ich erinnere Schreibschrift? Ich erinnere. Oh, erinnerst du? Ich erinnere. Oh Gott, die Fehde wird sich die Haare abreißen, oh, weißt du? Bei diesem Deutsch. Ich erinnere. Oh, erinnerst du? Ich erinnere. Postmitarbeiter, Abschiedsbrief. Rasenmesserscharf. Super Abenteuerclub Newsletter. Hasenclub. Postkarte aus Kanada. Abgeschlossen. Man trifft skurrile Gestalten 3 Kilometer über dem Meeresspiegel. Früher musste man seine Katze nachts noch nicht wegschließen. Ist die Ozonschicht nicht schon dünn genug ohne das Rumgefurze? Ohne das Rumgefurze! Haben wir in letzter Zeit nicht Glück mit dem Wetter? Immer fleißig, was? Natürlich. Pass auf deine Katze auf. Es sind wohl Katzendiebe in der Stadt. Früher musste man seine Katze nachts noch nicht wegschließen. Ja, ja, das hast du schon erzählt. Gut, ich glaube, hier kann man auch nicht so viel machen. Ich denke mal, dass auch noch was passiert. Was ist Darwin? Darwin Project ist, sagen wir mal, wie Fortnite und PUBG, nur dass es halt mehr für Streamen entwickelt wurde. So, da ist ein Streamer, der ist der Showmaster, der kann euch Sachen, gute Sachen tun, schlechte Sachen tun. Genau, ist wie die Tribute von Panen, viele verklärt es ganz gut. Dann kannst du auch halt, können die Zuschauer auch mit abstimmen und so, was passiert und geschieht. Ist richtig cool gemacht, extra für Twitch am besten so gestaltet. Und es ist kostenlos auf Steam runterladbar gerade. Also holt es euch, wenn ihr mitspielen wollt. Oh Gott, dieser Laden. Oh Gott. Du wirkst unzufrieden mit deinem aktuellen Handyvertrag. Nein. Ich liebe mein Samsung Galaxy. Mein Google Pixel. Interesse an einem Vertrag, gegen den dein aktueller aussieht wie Hundescheiße? Du scheinst mit deinem aktuellen Handyvertrag unzufrieden zu sein. Nein. Wie kann ich dich von unserem Freundes- und Familientarif überzeugen? Möchtest du einen neuen Vertrag mit bis zu 5 GB Datenvolumen pro Monat? 5 GB? Wie kann ich dich von unserem Freundes- und Familientarif überzeugen? D-Mobile, aha. Streamy Ray. Artefakt. Ah, ein Artefakt. Ich glaube, die brauchen wir, ne? Rezepte, Boombox-Anzug-Rezept. Was für ein Laden. Ich liebe es, Leuten 2-Jahres-Verträge ohne SMS und Gesprächslimit zu verkaufen. Pay oder gratis? Also momentan ist es kostenlos. Es hat vorher 15 Euro gekostet. Jetzt haben sie es umgeschwenkt auf kostenlos. Wobei ich mich wundere, dass... Vielleicht ist es auch nur eine Phase, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall habe ich festgestellt, du siehst ja nicht einmal, also du siehst ja noch nicht mal Ingame-Pay-Sachen, deswegen wundert mich das so ein bisschen.
Also das Spiel ist noch Early Access, das darfst du auch nicht vergessen. Achso, die Frau, die haben vergessen anzusprechen. In Ordnung, da wird Wendy aber echt überrascht sein. Oh, darf man ein Selfie machen? Gut, wie ging das nochmal? So. Schön. Okay, kann ich zurück an die Arbeit? Danke. Alter, Wendys Mom hat echt ein schickes Büro. Das ist nett. Also das ist voll cool. Im ersten Teil war es Facebook und hier ist es jetzt Coonstagram, ne? Sei immer schön fleißig in der Schule und dann arbeitest du eines Tages vielleicht auch in einem Büro, in einem schönen Büro. Ja, das ist schön. 21 Likes, wow. Wie viele Follower habe ich? 474 Follower, alles klar. Oh, ist echt. Ja, gut, hier oben sieht's. Warte mal. Was war das nochmal für ein Pool? Oh Gott, was war da drin? War das so da drin? Oder war das Frittenfett? Ich weiß, das hier war doch mal. Ja. Crackbaby-Mannschaft, genau. Das ist wie auch schon wie aus einer South Park-Folge. Und schon wieder einen Manga gefunden hier. Schieb mich höher! Voilà. Doch, Zeichnung! Zeichnung aus Japan! Crack Baby. Ja, genau. Crack Baby Basketball war das irgendwie. Und die haben da irgendwie so ein Franchise aufgebaut, was übelst erfolgreich wurde. Das fand ich richtig lustig. Mit cracksüchtigen Babys, die Basketball spielen. Hä? Ich komme hier gar nicht rum. Oh, hier ist noch eine Tasche. Verbessertes Gegengift. Nice. Hoffentlich läuft es auf meinem PC. Bestimmt. Bestimmt, bestimmt. Okay, okay. Hat dir deine Mama das angezogen? Jemand sollte mal ein ernstes Wort mit ihr reden. Ja. Natürlich. Hat Mama dich so angezogen? Aber wo ist denn jetzt die Seitengasse? Wir müssen ja hier hin. Nutze die Gasse, um zum Resaints zu kommen. Ja, die Gasse, ne? Aber wie kommen wir denn zur Gasse rein? Wir sind ja schon wieder vorbeigelaufen. Ist das die hier vielleicht? Ah, okay. Ja. Mhm. Ich ahne aber, hier passiert was. Drogenfläschchen. Wichtiger Gegenstand. Promoters needed. Und Kirschkuchen, hallo, schön, dass du da bist. Party 2. Ich finde schade, dass die Emotes nicht angezeigt werden. Miau. Ah, wie geht's da hinten? Ja, es geht. Schön, schön. Und das. Oh, das ist eine Katze. Das ist eine Katze. Komm raus! Die Katze ist abgehauen. Toll. Kreissägen, Sägeblatt. Titanschraube. Hm. Nice, nice, nice. Ja, das ist noch vom ersten Teil, ne? Da war doch was kaputt gegangen. Was war das nochmal? Ach stimmt, da war das UFO doch gelandet, ne? Oh geil, ich kann wieder kacken. Ist immer ganz cool. Warte. Ah, es blubbert. Kann losgehen. San Francisco-Taufe, ja. Coole Moves. Druck aufbauen. Natürlich. Ja. Yeah. Luftbelästigung. Okay, der war jetzt nicht so gut rausdrücken, natürlich. Schön. Schon mitnehmen das Kackstück. Was haben wir hier? Becher von Sack Chili. Aha. Schön, schön. Ein bisschen Sack Chili schadet nie, ne? Sicheres Internetspende, was? iPads für Kinder? Kupferrohr.
Komm, spiel doch mal wieder. Alles klar, Digibo. Bis denn. Ich spiele das beste Spiel der Welt. Und das ist... Warnung. Sie haben 5 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Du gehst mir echt auf den Sack, Alter. Ich dachte, jetzt schießt das Ding los. My Little World. Ah, okay. Sag Nein zu Drogen. Du bist tot. Ja, damit ist das Spiel schon wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Sag mal, das ist so. Betritt das Reisens. Ich bin ja schon auf dem Weg. Warnung, Sie haben 5 Sekunden. Warum ist das ein MFC? Ah, warte, Medical Friend Chicken? Ah, oh, das ist ein KFC gewesen. Ja, stimmt. Ja, ist ja gut. Wir haben ja, stimmt, das ist ja so eine Folge, ne? Da gab es ein KFC und der wurde wegen Krankheit, aufgrund von Krankheit irgendwie wurde der geschlossen und dann kam der MFC, Medical Fried Chicken, rein, wo du halt Medikamente bekommen konntest, wie zum Beispiel Cannabis und so. Erinnerst du Daktari? Ich erinnere, am coolsten fand ich Clarence. Ja, erinnerst du? Erinnerst du Wonder Womans unsichtbaren Jet? Nein. Oh ja, ich erinnere. Was ist das eigentlich mal für ein Ding? Ich erinnere. Oh, erinnerst du? Ja, natürlich. Öliger Lappen. Ach, hier ist das. Raisins. Moskito muss da drin sein. Lass dich nur nicht von den scharfen Wings und Bräuten ablenken. Ja, natürlich. Das Raisins. Genau, da waren wir ja. Rein da. Seht da nicht hin. Das Raisins. So ein Laden gibt es nicht in Wirklichkeit. Keine Sorge. Nur eine Person? Dann komm mal mit, Süßi! Ja. Wetten, ich schaffe mehr Buffalo-Bomben als du? Tut mir leid, ich folge nur Psychikern. Psychikern? Was, wenn die Bedienungen nur so tun, als mögen sie mich? Ich spiele mit den Raisins Girls gerne schwer zu haben. Die Bedienung hat gesagt, ich bin der Einzige, der nicht blöd ist. Habt ihr schon Spaß, Süßi? Sorry, mir gefallen nur Brutalisten als Superhelden. Brutalisten? Na, ganz toll. Bin gleich da, Schätzchen. Sorry, mir gefallen nur Brutalisten als Superhelden. Ja, ich schieße nur Selfies mit Karate-Kid-Superhelden, die viel Trinkgeld geben. Hier, Schnucki! Alles total, also für 5 Euro würde ich das schon auf jeden Fall streamen, weißt du, so nach etwa ist das hier. Hier, Schnucki! Wen stellst du nochmal da? Tut mir leid, ich folge ausschließlich nur Elementaristen. Na, ganz toll. Also muss ich jede Superklasse einmal nutzen, oder was? Kuhnkuchen. Gut. Ich habe heute definitiv zu lange mit Market 8 Deluxe verbracht. Ja gut, 5 Stunden ist ein bisschen viel, ne? Was hat der denn für ein Kinn? Achso, das ist ein Hodenkinn. Den habe ich mir angeklebt. Das fand der Tore gestern so doll. Und hat das dann im... Das dann... ihn angetan, Jerry. Achso, ja, genau, der Hundkind. Hier gibt's Platz. Hier gibt's keinen mehr. Ich mach nur Selfies mit Assassinen. Da stehe ich total drauf. Assassinen? Ernsthaft? Sieh Leine, bevor die Mädchen denken, wir kennen uns. Ich bin nicht im Raisins, um mit Spinnern zu reden. Also die Bedienerin, die sind so nett zu mir, wenn ich den 5 Dollar gebe, weißt du? Die Luft gesaust und hab die Bösen vermöbelt. Wow, ich wusste nicht, dass Moskitos so tough sind. Tja, schon mal was vom Zika-Virus gehört? Noch eine Lade Wings, Süßi? Na, schreibt alles auf meinen Deckel. Voll großzügig. Verschwinde, das sind meine Frauen. Welcher Superheld bist du? Super, warte. Oh mein Gott, die Mission, meine Superheldenkollegen. Ich hab das komplett vergessen. Weg von mir, Verführerinnen. Moskito weiß genau, was sie hier versucht. Was soll das denn heißen?
Die Raisins Girls sind Moskitos Kryptonit. Du musst mich hier rausholen. Okay, hier hast du die Rechnung. Von wegen. Ihr wolltet mich verführen. Das zahle ich nicht. Du musst Trinkgeld geben, Wichskopf. Kampflos werden die uns nicht gehen lassen. Dann mal los. Ja, zeigen wir es denen. Weißt du, besiege die Raisins Girls. Na, ganz toll. Das kann ja nur gut werden, ne? Moskito muss jetzt fliehen. Nie im Leben. Was haben wir dir gesagt, Mr. Moskito? Überall nur Loser. Nie wieder. Aber ich kann doch nicht gehen. Ich habe gerade Limonade bestellt. Ich kann nicht mehr Limonade bestellen. Müssen wir komplett umstylen. Hol dem Moskito mal ein bisschen Verstand ein. Er ist so kribbelig. Sieh kein Fett. Ach, die haben ja auf ihrer Seite gezogen, weil er verliebt ist, ne? Ganz toll. Was könnt ihr es bezaubert? Benutzt den Untersuchungsmodus, um mehr darüber heraus zu erfahren. Okay, das müssen wir auf jeden Fall mal wissen. Hatte ZL gedrückt, um den Untersuchungsmodus zu aktivieren, okay. Moskitos Bezaubert-Status erkennst du an, dem Symbol unter seinem Gesundheitsleiste, okay. Drücke A, um den Detailmodus zu starten. Hier kannst du die Effekte von Bezaubert sehen und wie lange dies noch anhalten wird. Okay, und wie lange? 3 Bewegungen oder was? Greift der Verbündeten an, heilt und verstärkt deine Gegner. Ein Zug verbleibend. Okay, dann ist er gleich wieder normal. Glück gehabt. Okay, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, hier. Gibt garantiert eine Narbe. Ich bin drin. Okay. Den würde ich sagen. Und dann greifen wir sie an. Das Beste an dem Drachen sind die Laser. Bestellt, ihr Süßen. Ich muss mein Make-up checken. Ich sag mal, schon abgewehrt. Seit wann ist Raisins Girls verbrennend in? Moskito zu schlagen, um den Zauber zu brechen, wird ihn wahrscheinlich töten. Wird ihn wahrscheinlich töten? Ach komm, der ist gleich wieder normal. Hab ein bisschen Geduld. So, das geht ganz gut, ne? Wir können sogar 2 Schaden machen. Ich hab genug von dem Kack. Ja, schön Rückstoß. Oh Gott, ich fühl mich so aufgebläht. Ich zeig euch mal, wie das Double Whammy in unsere Double Whammy Wings kommt. Ah. Sucht euch selber den Traumfrau. Zeig uns, was du drauf hast. Okay, er ist wieder auf unserer Seite, wie es aussieht. Er ist nicht mal benebelt. Okay, was machen wir jetzt als nächstes als Attacke? Können wir die nehmen, ohne ihnen Schaden zu machen? Das geht. Sehr schön. Darauf trinke ich. Wir sollten uns jetzt beeilen. Ja, wir sollten uns mal heilen. Das ist viel wichtiger. Kann ich mich selbst heilen? Das geht leider nicht. Schade. Bleib lieber liegen. So, eine ist mal weg. Das ist gut. Hier haben wir noch ein paar von denen. Alles in Ordnung? Super. Ih, die kratzt. Nein, danke, sag ich schlimm. Hey, ihr Süßen, ich hoffe, ihr habt Spaß. Oder auch nicht, ist mir eigentlich egal. Der eine ist gerade abgehauen, ne? So, lass mich kurz überlegen. Welche Attacke nutzen wir jetzt? Wir können leider nur in eine Richtung schlagen. Was ist die denn? Achso, Mist. Egal. Das hab ich kaum gesehen. Ist tot. Was darf denn sein? Nein. Ach verdammt, jetzt haben wir Super Craig verloren. Meine Sektenklasse startklar. Was hat er denn für eine Fähigkeit hier? Oh, das könnte vielleicht was bringen. Mach mal. Mal sehen, was passiert. Ah, hab ich dir die Flügel gestürzt, ha? Oh, wir haben Craig mit umgebracht. Hups, das tut mir leid. Das wollte ich nicht. So. Mein Saugrüssel steht offen vor Erstaunen. Ihr wollt was auf den Arsch? Die Bestellung ziehe ich gerne vor.
Wir haben gewonnen. Schön. Vitalitätskelch. Siege 8 Raisins Girls. Also gibt's noch mehr. Okay. Los, das ist unsere Chance. Diese Mädchen sind mein Kryptonit. Und du hast mich gerade noch gerettet. Ich stehe tief in deiner Schuld, Arschheld. Was ist dein Kryptonit? Alter, jeder Superheld braucht etwas, wogegen er machtlos ist. Irgendwelche Phobien? Emotionale Traumata? Komm, es muss doch was geben. Ich schon, okay, ich bin in deinem Team, Arschkind. Mir kannst du es sagen. Zeig mir mal dein Charakterprofil. Raisins Girls, Sechstklässler, Chaoskinder, alte Leute, Ninja, Vampire, Krebsmenschen. Krebsmenschen? Ach du Schande, ich weiß gar nicht, was soll ich denn nehmen als Schwäche hier. Leute, ich glaube, ihr entscheidet. Was sollen wir nehmen? Viel Musik, übrigens, voll entspannt. Musik kommt mir so bekannt vor. Ah, jetzt weiß ich es wieder, genau. Das war aus der Folge mit dem Gold. Weißt du, diese Fernsehshops da, ne? Ja, und dieses Goldstück, das ist eigentlich 60.000 Euro wert, ne? Aber bei mir kriegt ihr es nur für 100 Euro. Und dann kaufen die älteren Menschen das, geben das ihren Enkeln, die Enkel geben das ab, in Gold verkauft. Das wird eingeschmolzen, wird wieder zu einem neuen Goldstück gemacht, wird dann wieder verkauft. Und so ein Kreislauf, weißt du? Mach doch eine Abstimmung. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Sagt einfach was in den Chat, irgendeiner. Da muss ich echt Zeit haben, ne? Ich frag mich auch, was passiert, wenn man gar nichts macht. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal alte Leute, ey. Chaoskinder. Sechstklässler? Alte Leute? Ach, nehmen wir die Krebsmännchen, fertig. Die Alten, die aussehen wie Menschen, schmecken wie Krebse und die Menschen unterjochen wollen? Ja. Krebsmenschen, Krebsmenschen. Das ist offiziell notiert. Moskito macht eine Fliege. Ruf mich, wenn du mich brauchst, cool, Freund. Verbündeter freigeschaltet. Moskito. Nice. So, nu? Was machen wir denn nur jetzt hier? So. Bam, 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 bam. Ich hab vorhin Ohrwurm jetzt. Peppermint-Hippo, was? Ich kann's auch überessen, ne? Weinbar. Jimbos Waffen. Citywalk. Citywalk ist eigentlich, glaube ich, lustig, glaube ich. Oh. Ich glaube, da kommen wir noch nicht lang. Hey, Neuer, komm vorbei, dann arbeiten wir an deinem Outfit. Du brauchst Hilfe, echt jetzt. Hey, Schwanzgesicht, du und dein Superfreund Moskito sollten besser vorsichtig sein. Ich glaube, die sind wütend auf uns, kann das sein? Was müssen wir jetzt machen? Aktivieren die Schnellreisestation bei Cartmans Haus. Okay. Sollen wir da hin oder was? Hm. Was ist das hier? Stitzejagd, das Yahoi-Projekt.
Yaoi-Projekt, genau, Yaoi-Projekt, das können wir mal weitermachen. Gut, machen wir das. Es ist auf jeden Fall noch sehr viel zu tun hier. Sie sind ein Minderjähriger und nähern sich einem rauschmittelhaltigen Sperrbereich. Treten Sie zurück oder Sie werden terminiert. Ist voll nett. Rauschmittelbereich. Eigentlich total kindersicher. Idiotensicher. Suchtet weiter Mario Kart. Oh Mann, die Marie hat echt Spaß am Mario Kart, muss ich glaube ich. Hast du eigentlich schon. Sammelst du alle Sterne oder wie? Crackies, Artis, Creme, okay. Oh, ist das Mojitos? Erinnerst du Detektiv Rockford? Oh, ich erinnere. Erinnerst du Petula Clark? Oh ja, ich erinnere. Downtown liebe ich. Ich erinnere. Seniorencenter? Sag's mir einfach nicht, wenn du rammelnde Rentner erwischst. Spart mir den Papierkrieg. Pass auf, mit wem du redest. Die quatschen dich hier mit ihrer gesamten Krankenakte voll. Okay. Die klauen mir hier mein Spielautomaten-Kleingeld. Nein. Die klauen mir hier mein Spielautomaten-Kleingeld. Ich nehme mittags Prednison gegen Arthritis und nach dem Essen Ibuprofen für meine Schleimbeutel, die extra starken und, wo war ich? Das wusste ich auch gerne, was du da gemacht hast. Wie bitte? Hast du was gesagt? Nein! Ist es bald 4? Ich will Abendbrot. Um 4, alles klar. Mein Enkelkind besucht mich nie, also machen wir jetzt ein Foto. Oh, ist einfach mies, ne? Mein Enkelkind besucht mich nie, das ist voll mies. Wie geht das? Du musst slash me eingeben. Weck mich hinterher, ja? Weck mich hinterher. Juhu. Mr. Jenkins, okay. Danke, Kindchen. Und das finde ich dann in diesem Internet? Genau, das findest du dann in diesem Internet. Das ist aber eine andere Geschichte. Ja, geh nur, wie alle anderen auch. Ja, geh nur. Du hast aber einen forschen Schritt. Beruhig dich mal. Ich wollte schon sagen, forschen Schritt, aber der meint den Weg. Extremes Gegengift. Okay. Was haben wir noch hier? Oh, kannst du hoch? Da können wir bestimmt das Klavier hier, ne? Können wir was machen hier? Nö. Okay. Gut, so viel zum Seniorenzentrum hier. ...25 maximal. Dark Meadow. Wohnt hier nicht, Craig? Token's House, ja. Ne, Token, ja, ne, Token war das. Ist gesperrt. Token ist also nicht gerade da gerade. Aber ich denke mal, dass Token noch was zu sagen hat in dem Spiel. Oh Gott, die ist Lava. Also kommen wir hier erstmal nicht weiter. Gut. Aber es ist recht interessant, die Map ein bisschen anzuschauen hier. Marie, machst du eigentlich bei Mario Kart eigentlich jetzt? Wo geht's hier weiter? Ach, da, okay. Hey, Neuer, diese Mädchen lassen dich locker. Kannst du mir noch mal helfen und sie mir vom Hals schaffen? Wann denn? Spielst du eigentlich, machst jetzt alle Sterne, Marie, bei allen Caps oder? Oder nicht? Ist dir der gefolgte User, folgt 12, okay. Mit Slash Me, habe ich ja eben gesagt. Aber wo ist Clyde? Ist Clyde etwa...
Ich glaube, wir gehen nochmal zurück. Ich glaube, die sind immer noch da. Meistere alle Raisins, Ripper. Titel, oh, okay. Sollten wir hinkriegen. Warte mal, haben wir nicht noch Böller? Haben wir nicht noch Böller? Mann, diese Ladezeiten manchmal. Nee, das war... Ach so, jetzt mit den Böllern. Ich meine, ist der Lady King, ja. Ah, okay. Jetzt kann ich auch noch das Ding hier runterholen, oder? Nee, das geht nicht. Schade. Ja, 50 CCM und 100 CCM habe ich schon. Und bei den anderen mache ich immer einen, um... Ein Minderjähriger und nähern sich einem rauschmittelhaltigen Sperr, um mich einzuspielen. Zurück oder sie werden terminiert. Warte mal kurz. Marie, was würdest du jetzt sagen, wenn ich dir sage... Nein, abhauen gilt nicht. Ist halt so. Was würde ich dir jetzt sagen, was, wenn du 50 und 100 zufälligerweise sofort bekommst, wenn du 150 gleich machst? Das geht. Dann kannst du 50 und 100 überspringen. Du kriegst halt trotzdem die Sterne. Da bist du ja, Schnucki. Wir haben dich gesucht. Nee, ich habe euch auch gesucht. Ich verprühe euch jetzt. Ich schlage Frauen. Du hast dich mit den falschen Raisins angelegt. Schnappt sie euch! Schnappt sie euch! So, dann wollen wir mal. Wie fangen wir denn an? Wo sind die überhaupt? Wo? Ach, da sind zwei. Okay, das ist cool. Geht es durch die ganze Reihe? Das geht super durch die ganze Reihe. Sehr schön. Schön leiser machen. Hui. Das sah schmerzhaft aus. Mission erfolgreich. Wollt ihr nach der Tracht Prügel Raisins Kalender kaufen? Ja. Nein! Die kosten Geld. Blutprobe. Alter, mach mal halblang. So, jetzt bin ich dran. Moskito. Bisschen aufpassen, der hat eine große Schwäche. Aber wir können ja jetzt schön... Ist sie ja ausgewichen? Die schummelt. Das ist unfair. Jetzt machen wir das so. Gut, ich glaube, die hat das ein bisschen mitgenommen, aber die ist tot. Wer hat hier eine Prachtprügel bestellt? Ist das schlimm, war gut, wenn ich um die Strecken kennenzulernen. Sehr schön. Ja gut, du spielst es ja auch zum ersten Mal, aber ich freue mich schon, wenn wir hier auf jeden Fall gemeinsam spielen. Ich habe schon überlegt, ich glaube, wir werden Mittwoch dann wieder Mario Kart machen. Obwohl ich Dienstag auch ganz gerne, glaube ich, streamen würde. Bin mir auch noch nicht so sicher, aber Dienstag ist ja Feiertag. Schauen wir mal. Was machen wir denn jetzt? Setz mich dann mal auf, wenn ich dran bin. Ach, diese. Ach, die haut gerade ab, okay. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll hier. Ich könnte eigentlich hier Schutzschild machen. Dass Moskito ein Schutzschild kriegt. Stift rein, hier kommt kein. Als wäre mein Exoskelett mit einer Wand beschichtet. Hey Schnuckis, habt ihr schon Spaß? Also los. So, jetzt ist Super Craig dran. Ich hab was für dich. Okay, Süßi, jetzt mach ich dich platt. Hau rein, Neuer. Ich find's voll cool. So, jetzt hauen wir mal richtig rein hier. Bam! So behandelt man noch keine Kellnerin. Nicht? Wie toll, dass ihr da seid. Und jetzt ihn nochmal. Ja, machen wir das. Das kriegen wir hin. Gute Arbeit. Ich gehe nur mal eben kotzen. So, es ist auf der anderen Seite. Das ist auch ein bisschen doof. Scheiße gelaufen, Neuer. Fühlt den Zorn von Humankind. No, Humankind macht das schon. Ist blockiert, Mist. Okay, Humankind ist eigentlich mehr so, glaube ich, so der Typ, der halt andere schützen kann, ne? Jetzt können wir gerade sehr schwer mit ihm angreifen, weil wir keine Position für ihn haben.
Oh Gott, das wird bezaubert. Nein! Oh mein Gott, das wird so ein Spaß! Wo kommt die jetzt her? Nein! Okay, los geht's! Megafaustschlag! Ja, Treffer reicht für einen Home Run! Hau sie weg, Neuer! Ja, ich habe keine Wahl. Jetzt sind sie alle in einer Reihe. Unsere auch leider. Ah, doch, kannst mich mal. Die lebt mit 1 HP noch, ernsthaft? Frauen auf der Welt, die Nutides tragen müssen. Ja, Blutgruppe AB positiv, Jackpot. Ah, fuck. Oh Gott. Die machen uns kalt hier, ernsthaft. Selbst in der Hölle kommt nichts dem Zorn des Kite gleich. Ich würde sagen, wir machen es zu Ende. Seht mich an, Leute, ich bin heiß. Und ich dachte, die steht immer noch. Schwul. Schön, dich vom Gegenteil überzeugen zu können. Wer sagt, du hast mich überzeugt? Was? Du hast mich überzeugt? Das ist nicht okay. Okay. Ich glaube, jetzt kriegen wir sie. Stell das auf Instagram. Ach, warte mal. Das ist ja kein Angriff. Mach sie fertig, Saftsack. Jetzt mache ich sie fertig. Wir haben Verluste. Schön. Ich glaube, wir haben gewonnen. Ach, da ist noch eine. Ich habe die übersehen. Ich hörte nicht mal eine Zitronella-Kerze. Nein! Komm wieder auf die Beine, Arschboy! Laser online! Jetzt bringen wir es noch zu Ende! Drachen fliegt, Drachen siegt! Schön! Hurra! Zitronenriegel für alle! Du hast gewonnen! Hm. Gewählte Pommes. Ja, schön. Sind auf jeden Fall sehr lecker, gewählte Pommes. So, gemeistert. Ach, kommt jetzt schon Raisins Meister. Bis ich jetzt 10 weitere von denen, okay? Moskito ist ein hässliches und wertloses Stück Müll, okay? Mist, jetzt fühle ich mich schlecht. Hm? Jetzt fühle ich mich schlecht. Was ist da? Aber nichts von gut. Bzzz. Ach, das ist Kleid. Ich dachte, das wäre Stan oder so. Ups. Hm. Was hat der denn an? Hä? Was willst du? Ich hab zu tun! Ich folge nur Cyborgs! Das ist mein Ding! Die Cyborgs! Oh, keine Reservierung? Ich fürchte, den frühesten freien Tisch hätten wir niemals! Oh, bevor du einen Pass hast, denke ich nicht mal im Traum daran, ein Selfie mit dir zu machen! Ah. Kleids Garagenschlüssel. Oh geil, da können wir die Garage aufmachen. Hol dir deine eigenen Fun Fries. Dein Kostüm ist schwul. Ich finde nur schnelle Helden richtig schwul, sorry. Oh, du bist ein Sprechmeister. Geil, mach mir ein Selfie. Yeah. Ach, der Biss, okay. Na, warum nicht? So. Bill. Hm. Neuer Follower. Hm. Schönes Pick. Mega schwul, oder? Du bist eine Niete. Haha, wir sind beide Nieten. Ich weiß nicht, die Typen sind komisch. So nebenbei Fortnite suchen. Suchten, ja. Fortnite. Sei vor den Mädels kein Trottel, okay? Tut mir leid, ich folge nur Pflanzmagiern. Pflanzmagiern? Was gibt's denn alles für Klassen? Wann soll ich denn mal fertig werden damit? Sieh Leine, bevor die Mädchen denken, wir kennen uns. Bin gleich da, Schätzchen. Hm. Ih, Fortnite. Ach stimmt, das hat doch Gronkh gestern gemacht, oder? Ih, Fortnite. Hat er nicht gesagt. Ja, genau so war das doch, oder? Haben wir Spaß, Süße? Und nicht schon wieder. Nein, nein, ich will nicht Spaß haben. Sie sind ein Minderjähriger und nähern sich einem rauschmittelhaltigen Sperrbereich. Treten Sie zurück oder Sie werden terminiert. Mein Lied wird was alle platt, natürlich. Bis zum Morgen stehen die überall um der Umgebung Lidl, weil Kirschkuchen Lidl baut.
Fuck, zweiter. Ich spiele doch lieber die ID Games. Ich frage mich gerade, wo Clyde wohnte. Ich glaube, die Garage haben wir schon gesehen. Ach, ich weiß, wo er wohnt. Nach Freaks wie dir haben wir gesucht. Ey, die sind echt sauer, seitdem wir die angegriffen haben. Wo willst du hin? Nirgendwo hin. Ich will da durch. Oder? Muss ich da durch? Nee, muss ich nicht. Wo waren wir denn noch gar nicht? Okay, das ist Level Stufe 20, ein bisschen viel. Auf Stufe 20. Stütze, ja, Kopfaufnahmenjob. Hä, ist da noch eine Aufgabe? Ach, wir müssen alle diese Aufgaben, also mehr Raisins töten offensichtlich. Fotodojo. Ich glaube, wir gehen erstmal runter. Angst, Potter. Gott, nachher gibt es hier so ein Beef zwischen Aldi und Lidl, weißt du? Und denkst du noch, what the fuck geht hier ab? Heute wollen wir richtig schön Verwirrung stiften. Chaos von Pinston. Ja, flieht vor dem Chaos. Professor Chaos. Handlanger sind das offensichtlich. Handlanger von Professor Chaos. Die habe ich auch noch nicht gesehen. Oh. Wo geht der Stream gerade so ein bisschen? Ich habe gerade so ein paar Frames verloren, offensichtlich. Ruckelt der Stream? Ich sehe gerade, ich verliere Frames. Aber ganz schön viele. Also 13,9% im gesamten Stream. Das ist 13,9 aller. Das ist ein bisschen viel, ne? Kommt mir vor, als würde ich schon 3 Jahre auf diesen Bus warten. Gott hat mir einen Auftrag gegeben, diesen verdammten Kater zu überleben. Habe ich echt ja dazu gesagt? Ja, hast du. Hammer the Selfie. Sarah. Ja, ein bisschen. Oh, das ist nicht gut. Preise den Herrn, kleines Iris. Find. Guck dich mal an mit deinem vielen Speicher auf dem Gerät. Ich will ein Selfie machen. Roman. Sei leise, Malfoy. Es ist nicht toll, wenn der Stream gerade so viel ruckelt. Das ist nicht toll. Ich guck mal das Ganze mal persönlich einmal an. Da ruckelt ganz schön. Aha, deswegen leckt das so. Ich dachte, das wäre meine Schuld. Nee, ich lasse sehr viele Frames gerade aus. Ich bin gerade überlegen, ob ich einmal kurz neu starte. Was ist schon ein bisschen viel, was da gerade so abgeht. Aber OBS macht anscheinend viele Probleme in letzter Zeit. Es haben viele das Problem. Seid mir nicht böse, aber ich glaube, ich starte einmal kurz fix den Stream neu. Und du bist noch in meiner Autorsliste. Okay. Komisch. Ich glaube, ich starte das Spiel dann einmal. Den Stream mal fix neu. Okay, kein Problem. Dankeschön. Also, 2 Minuten oder 1 Minute bin ich wieder da. Bis gleich.